Hallo, liebe MOBA-Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Neuheitenvorstellung. Diesmal geht es um die 2018, man bedenke, 2018 vorbestellte Brava V60 Digital Plus. Als kleine Besonderheit habe ich auch die ESO und die Pico-Maschinen mit aufgegleist. Alle drei Maschinen verfügen über dieselben technischen Feature, wenn man mal von dem überflüssigen Dampfgenerator bei ESO absieht. Hier sehen wir jetzt gerade die ESO-Maschine. Und wenn wir jetzt nach oben schwenken, werdet ihr schon enorme Unterschiede merken. Bei ESO ist alles nur gespritzt, während Pico zum Beispiel die Gitter richtig eingesetzt hat. Sowohl als auch Brava hat dieses so gemacht. Das ist jetzt wieder die ESO-Maschine. Beachtet mal bitte das Fahrwerk, wie grob es ist. Selbst die Pico-Maschine ist wesentlich feiner. Und es geht halt noch eine Nummer feiner, auch mit sehr schönen kleinen Spurgrenzen hier zu sehen bei Brava. Einmal die Rückfronten der Maschinen. Ja, da sehen wir schon das größte Problem bei Pico. Die Lichteinstellung, wenn man da nicht selber Hand anlegt, ist man eigentlich verraten und verkauft, in meinen Augen. Könnte besser sein. Auch die Umläufe konnte man gerade hier noch bei ESO gesehen. Hier der wesentlich feinere von Pico. Und Brava hat es als Bleche gemacht mit richtig Durchbrüchen. Da kann man durchschauen. Hier seht ihr jetzt alle drei Maschinen nochmal in den Totalen. Und wie ihr seht, bei der ESO ist schon die Triebwerksbeleuchtung an. Jetzt bei der Pico und als nächstes bei der Brava. Auch hier himmelgroße Unterschiede. Aber schauen wir uns das Ganze nochmal in der Totalen an, für jede Maschine einzeln. Bei der Pico-Maschine muss man schon sehr genau hinschauen, deswegen mache ich es jetzt zweimal, obwohl es eigentlich viel zu kaltweiß ist. Ja, schauen wir uns die Maschinen mal von vorne an und starten diese. Man beachte jetzt gleich bei der ESU, dass die Batteriespannung in die Knie gehen wird, so wie es im Original ist, und die Lampen sehr schön dunkel werden. Das ist natürlich ein Gimmick, das kann anscheinend nur ESU. Kommen wir zu der Pico-Maschine. Hier fällt auf, das Licht ist wesentlich greller als bei den anderen Maschinen und blendet auch. Dann dieser Soundfile hat auch nur Pico, wobei ich muss dazu sagen, ich muss nicht jedes Mal die Türklappen hören, die Schlüsselklimpern hören. Sondern ich möchte auch die Maschine einfach mal so starten und Pico sollte sowas eventuell als zusätzliche Funktion anbieten. Worauf ihr auch achten solltet, bei der Pico und bei der Brava ist das Schutzgitter vor den Lamellen als Ätzteil. Jetzt haben wir die Brava gehört. Diese startet wesentlich dumpfer und ist auch in ihrem ganzen Klangverhalten dumpfer als die anderen Maschinen. Wir werden die Maschinen jetzt nochmal starten und
wegfahren lassen. Erst die ESO. Und hier könnt ihr vielleicht jetzt verstehen, warum ich sage, Pico sollte diese Sounds als Extra-Funktion anbieten, weil jedes Mal dauert es ja zu lange, bis die Maschine startet und ich wirklich losfahren kann.
So, dann soll es dann auch von mir gewesen sein in meiner Neuheitenvorstellung. Während ihr mein Fazit jetzt gerade auf dem Bildschirm lesen könnt, ich kann nur sagen, wir haben hier drei Hersteller, die alle gute Arbeit geleistet haben, die eine oder andere Schwäche haben und jeder kann nur selber entscheiden, welche Lok ihm besser gefällt. Hier nochmal ein Bild von oben, damit ihr vielleicht ein bisschen besser die Unterschiede sehen könnt. Ansonsten wünsche ich euch in eurer Entscheidung, falls ihr euch nicht schon entschieden habt, viel Spaß und bis demnächst. Tschüss.